Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch direkt herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir sind gerade auf Libellenjagd und versuchen verzweifelt eine Zitterlibelle zu finden. Bis jetzt ohne großen Erfolg. Hier, das sieht sehr gut aus. Frostlibelle, was soll denn das? Also angeblich gibt es hier in diesem Gebiet welche. Bis jetzt haben wir nur Frostlibellen gefunden. Vielleicht wurde da auch nochmal was geändert. Donnerplateau. Also das würde sich doch anbieten, dass man hier beim Donnerplateau Zitterlibellen findet, oder nicht? Also wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Wenn es hier nicht ist, dann gehen wir in die Hyrule-Wüste. Hyrule-Wüste, man, in die Gerudo-Wüste. Da gibt es auf jeden Fall welche. Warte, da ist eine. Da ist eine. Ah, ist wieder eine Frostlibelle. Also in mir erwachsen langsam Zweifel, aber ich sehe schon wieder einen Krog. Der hier hinten rumeiert. Konnte ich denn den seinerzeit nicht sehen? Komm her du, ich krieg dich. Ich muss dich abfangen. Oh. Oh nein, ja. Jetzt aber. Ba. Du hast mich entdeckt. So sieht's aus. Oh, bald 40 Stück, ey. Es geht hart auf die 40 zu. Oh oh. Ist alles voll mit diesen Mogis. Ja, ich weiß, dass ihr mich gesehen habt. Ist mir egal. Ich hau jetzt eh ab zur Wüste, denn hier finde ich nichts. Wir gehen einfach in die Wüste. Gerudo-Wüste hier unten. Südoase. West-Gerudo. Einfach rein hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier hin. In den Wüstenbazar. Und von da aus tiggern wir einfach los und gucken, ob wir irgendwas finden. Das heißt, wir teleportieren uns hier auf den Turm. Fliegen von da aus los. Und dann gucken wir uns einfach in der Wüste ein bisschen um. Irgendwo wird da schon so eine Libelle rumfliegen. Ich bin da ganz guter Dinge. Dann können wir den Quest nämlich auch abschließen. Ich würde sagen, danach machen wir uns aber auch erstmal wieder dran, ein bisschen Schreine zu suchen. Das ist auch einfach etwas spannender. Da sind halt immer noch 40 offen. Ich glaube, ich gehe mal die Map halt so ab und markiere mal, wo wir noch welche finden können. Und dann können wir die ja mal abarbeiten. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil da muss man auch mal ein bisschen Gehirnschmalz wieder anwenden. Da habe ich langsam auch wieder Lust drauf. Das bisschen Rumgesuche hat jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht, aber jetzt kann auch ruhig mal wieder ein bisschen Gehirnschmalz gefordert werden. Ja, und wenn wir das dann soweit haben, dann, ja, dann bleibt ja auch nicht mehr allzu viel. Jetzt ist erstmal kalt, das heißt, wir ziehen erstmal wieder unsere wärmende Rüstung an. Fürs Erste. In der Wüste müssen wir natürlich gucken. Da müssen wir natürlich am möglichsten oder am besten mit unserer Schleichrüstung rumeiern. Was habe ich denn jetzt hier lila markiert? Markierung löschen. Wir wollen hier hin. So, einfach der lila Markierung folgen, Fuchs. Jo, schneit das hier oben? Ohne Spaß. Was ist nur los in dieser Welt, nicht wahr? Wüste ist schon ein sehr unwirklicher Ort. Auch hier, was ist das? Da waren wir auch noch gar nicht. Sieht aus wie so ein Kolosseum oder sowas. Da müssen wir 100 Pro auch noch rein. Da wartet wahrscheinlich auch bestimmt ein Leune oder irgendwas anderes Dickes. Du, begleiten ganz gemütlich. Wir brauchen ja, glaube ich, keinen Zwischenstopp machen, oder? Na, können wir. Warum nicht? Können wir uns einen Zwischenstopp? Man muss sich ja nicht überarbeiten, ne? So an so einem Gleiter zu hängen, das ist ja, das kostet ja auch Kraft. Link soll sich auch mal kurz erholen können. Jo, supp. So. Und weiter geht's. Ding. Dann sehe ich auf jeden Fall sehr viel Elektrokram. Aber keine Libellen. Hui! So, wenn wir dann gleich in der Oase sind, gucken wir, dass wir einmal bis zum Morgengrauen kurz schlummern. Und dann geht's los. Wüstenbazar. So, ich hoffe, hier fliegt jetzt nicht gleich schon so eine Libelle weg, dann muss ich durchdrehen. Ne, sieht erstmal alles gut aus. Bis morgens warten. Dann werfen wir uns in unseren Tarnfummel und dann geht's einfach mal los. Irgendwo wird hier schon so eine Libelle sein. Hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch, ne? Nachher gibt es dann so wieder 50 Rubine. Dafür lohnt es sich eigentlich nicht, 40 Minuten durch die Gegend zu laufen und Libellen zu suchen. Ausrüsten. Let's go.
So, einfach mal gucken. So, wir latschen einfach mal in die Wüste rein. Und dann gucken wir doch einfach mal. Irgendwo wird da schon so eine Libelle rumfliegen. Da vorne sehe ich doch schon Sachen. Kleine Pixel, die sich bewegen. Die Frage ist halt auch, wo finden wir die? Sind die einfach so mitten in der Wüste oder... Oder wo? Wo finde ich die jetzt? Wir gehen einfach mal los. Irgendwo werden wir schon Libellen finden. Guck mal, die stehen nämlich auch einfach so mittendrin rum, also... Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Da ist irgendwas, das sind Vögel. Hier gucken wir mal, was das ist. Oh, scheiße. Okay. Ich weiß, was es ist. Ich weiß es. Hallo. Immerhin gibt es ein bisschen Ware, ne? Ein bisschen Bernstein und so. Kann man immer gebrauchen. Da hinten sehe ich einen Mowgli. Hier wird wahrscheinlich auch ein kleines Gegnerlager sein. Ja, wobei, es sieht sehr leer aus. Ne, da hinten ist einer. Da können wir mal versuchen, uns anzuschleichen. Wenn es nur der eine ist, könnte das ja klappen. Und bis jetzt sehe ich nur den einen. Gut, der andere, der sitzt ganz weiter hinten, der merkt es eh nicht. Und hier, wenn wir uns jetzt ganz vorsichtig und leise anschleichen... So viel zu dem Thema. Anschleichen läuft einfach nicht. Okay, Magnetmodul, du hast noch ausgerüstet, läuft noch. Ja, hoch mit dem Ding. Silberner Rubin. Ja, läuft doch. Kohle kommt rein. Okay, da hinten ist noch einer. Vielleicht kann ich den mit dem Bogen so ein bisschen fertig machen. Nee. Mein Stahlbogen zerbricht gleich. Hallo. Mein Königsschwert zerbricht auch gleich. Nix. Was ist denn noch einer? Alles voll hier von euch. Das war mein Königsschwert. Na danke. Okay. So viel zu dem Thema. Aber macht nichts, wir haben ja noch mehr. Jede Menge. Wir müssen die eh mal aufbrauchen. Das Spiel gibt mir, glaube ich, schon keine neuen mehr, weil es sagt, nein, Fox. Nein, du hast genug. Ups. Oh, schade. Ich dachte, ich treffe vielleicht die Kiste. Was ist das? Röstpalmfrucht. Okay. Lecker. Ich wollte meine Axt ausrüsten. Habe ich eine Axt dabei oder ist das vorbei? Doch, meine Meisteraxt. Los geht's. Nichts drin. Na, wunderbar. Wie sieht's hier aus? Supp. Na, immerhin eine Palmfrucht. Da hinten sehen wir noch eine Kiste und einen Gegner. Tschuink. Tschuink. Oh, warte, warte, warte. Moment, oh, falsch. Oh, scheiße. Ich will doch nur meine normale Waffe wechseln. Warum geht das nicht, Spiel? Danke. Ja. Bist dran vorbeigeflogen, ne? Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Blöd gelaufen. Luden, luden, luden. Okay, so. Diesmal versuchen wir es wieder kuhmäßig. So, so. Und fallen lassen. Bam. Immerhin, die zwei Kisten sind kaputt gegangen. Jetzt nur noch das Metallding. Und dann können wir auf das andere Metallding werfen. So, lass mal fallen. Toink. Ja, läuft doch. Kommt auch mal ein bisschen Kohle hier zusammen. Und 10 Holzpfeile. Es lohnt sich auch mal wieder so ein Camp da aufzuräumen. Okay, aber wir sind ja eigentlich auf der Suche nach Libellen und da haben wir jetzt noch keine gefunden. Also gehen wir mal ganz munter weiter. Wir eiern einfach mal ein bisschen durch die Wüste und schauen an solchen Orten, ob wir da nicht irgendwas... Oh cool, wir brauchen was gegen Hitze. Da habe ich doch bestimmt irgendwas. Ich habe doch bestimmt noch Nahrung, die gegen Hitze ist. Hier. Scharfes Kochen. Lässt sich große Kälte aushalten. Nee. Lässt sich große Wüstenhitze aushalten. So. Weiter geht's. Ich brauche Libellen. Irgendwo müssen die ja sein. Die Frage ist halt, wo? Ich würde die bei sowas hier erwarten, ne? Bei so einem
so einem grünen Fleckchen, dass da welche rumfliegen oder so, aber sieht nicht so aus. Tja, tja, tja. Ja, also, wir werden das jetzt auch diesen Part so ein bisschen versuchen und sonst im Zweifel. Also, nächstes Mal mache ich erstmal wieder Schreine. Das ist auf jeden Fall von mir versprochen. Ist ja nicht, ich vergesse, was ich gesagt habe und mache dann doch was anderes. Aber ich habe schon jetzt erstmal wieder primär Lust auf ein bisschen ein paar Schreine. Wir wollen ja auch unseren letzten Ausdauerkreisel noch voll kriegen. Und den Rest investieren wir dann in Herzen. Vielleicht da vorne. Who knows? Möglicherweise finden wir hier was. Oh, Sirius Poppin. Da ist ein Busch eingepoppt. Das ist ein Zeichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Zeichen ist. Da muss was sein. Ich muss noch ein bisschen rennen. Okay, da ist auch nichts. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesehen. Mal schauen, was das ist. Das sieht auch irgendwie normal aus. Also sieht jetzt nicht aus, als würde das irgendwelchen Gegnern gehören oder so. Dafür sieht das einfach zu nett aus. Ah, da gibt's das Sandrobbenrennen. Alles klar. Endlich! Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Okay, warte mal. Momentchen mal. Das ist die Trophäe für den Champion der Sandrobbenrennen. Also Finger weg. Ja, ich habe das verstanden. Momentchen mal, das Ding ist ein uraltes Artefakt, das nur der Beste im Sandrobbenrennen erhält. Fass es bloß nicht an. Okay. Also, merken wir uns. Sandrobbenrennen. Nur dann dürfen wir dieses Artefakt anfassen. Vielleicht in diese Richtung. Das sieht doch ganz nett aus da hinten. Da sehe ich irgendwas Bäumliges. Gucken wir mal. Da vorne ist auch schon wieder ein Gegner. Hier ist es extrem heiß. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Okay. Oh, ich sterbe. Hat natürlich dann zur Folge, dass ich so keine Libelle einsammeln kann. Oder ich muss sehr genau aufpassen. Wo ist denn jetzt hier meine Wüstenklamotte? Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Cool. Mein Stahl-Exalfos-Bogen ist auch zerbrochen. Nehmen wir den Falkenbogen. Hallo. Na, das liegt mit gerechnet, ne? Dass hier so ein Mogli angelatscht kommt. Und dich einfach verprügelt. Ist auch nicht nett von mir, muss ich zugeben. Trotzdem brauche ich eure Sachen. So, wenn jemand eine Libelle sieht, bitte einmal laut rufen, weil hier muss ich in den Schleichmodus gehen, damit sie mir nicht sofort wegfliegt. Aber das da hinten sieht so aus, als könnten da Libellen sein. Da sehe ich Bäume und... Das könnte klappen. Und wenn nicht, ist da vielleicht irgendwas anderes Nettes. Wenn wir da denn so überhaupt hinkommen. Sieht doch sehr gefährlich aus. Und ich erinnere mich an diese Würmer. Aber ich habe jetzt rausgefunden, was man machen muss gegen diese Würmer. Schatz jetzt mir erzählt. Also auch da, das war eigentlich voll einfach. Wir hätten den einfach nur mit einer Bombe füttern müssen. Habe ich nicht dran gedacht, das überhaupt je zu versuchen. Ich war etwas hilflos, muss ich gestehen. Oh, der macht Feuer. Das ist natürlich nett. Gib mir deine Sachen. Dankeschön. So. Muss ich die da nicht raus? Oh, das ist wieder so ein Verarsche-Ding gewesen. Hätte ich doch drauf kommen können. Oh nein. So, wir versuchen das jetzt mal unser Glück. Wo ist denn der? Da ist er. Okay, warte. Er scheint noch nicht zu uns zu kommen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen erstmal darüber. Ich hoffe, er erwischt mich dabei noch nicht. Wir müssen erstmal eine feste Position finden. Oh, da kommt auch noch einer. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arg blöd. Oh, oh, scheiße. Okay, so. Das ist ein bisschen doof, ne? Weil ich würde mich gerne um einen kümmern. Dass er jetzt noch ein normaler Gegner ist, das macht mich jetzt gerade ein bisschen mad. Wir versuchen mal unser Glück. Also normalerweise macht man jetzt Folgendes. Wir werfen eine Bombe irgendwo hin. Da ist auch noch ein Kojote oder was auch immer. So.
haben wir ihn angelockt? Klappen tut das nicht. Ich glaube, die muss rollen. Das muss so eine rollende Bombe sein, weil dann glaubt er, dass sich da was bewegt. Hier locke ich ja alles an, ne? Aber nicht das Biest, das ich anlocken will. Okay, er hat sich auch beruhigt, er hat keinen Bock mehr auf mich, offensichtlich. Ist okay, kann ich mit leben. Ich kletter jetzt da hoch und dann schauen wir mal, was da ist. Ja? Aber ihr seht, das könnte klappen. Er hat da auf jeden Fall gemerkt, dass da eine Bombe ist. Die muss halt rollen. Klar, wenn die rollt, dann denkt er, da läuft was. Und dann frisst er das Ding. Und dann können wir ihn nämlich explodieren lassen. Dann liegt er so verwundet auf der Seite und dann können wir drauf prügeln. Jetzt müsste hier so ein Leune stehen oder sowas. Nee. Okay, warte. Da ist was weggefahren. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier vielleicht irgendwo eine Libelle ist, ist nicht gering. Lasst uns mal schauen. Noch sehe ich keine Libelle. Aber gerade eben ist hier auf jeden Fall schon mal was weggerannt, was irgendwie tierisch war. Was ist das? Einfach nur ein bisschen Gemüse. Einfach nicht schaffe, so eine blöde Zitterlibelle zu finden. Ich bin begeistert. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie einen konkreteren Ort wisst, wo es die Biester gibt. Ansonsten muss ich auch nochmal googeln. Aber nächstes Mal machen wir dann... Es sei denn, es hat jemand was gefunden. Ansonsten machen wir nächstes Mal auf jeden Fall erstmal wieder Schreine. Dabei wäre dann auch ein Sandraupenrennen wohl notwendig. Komm schon, hier muss doch was sein. Hier ist Wasser. Libellen mögen Wasser. Hier ist es heiß. Zitterlibellen mögen Hitze. Da hinten rollt irgendwas weg. Spulechse, da. Tschüss. So, was ist denn hier drin? Bombenpfeile. Hm, 10 Stück. Nett. Gib mir mal meine Meister-Axt. Okay, das ist nicht. Ist egal, hat auch damit funktioniert. Okay. Nee, keine Libellen. Keine Libellen für uns. Wir können es ja nochmal versuchen. Er fährt dann jetzt weg. So wird es natürlich nichts. Er muss hier halt auftauchen. Ich laufe mal ein bisschen auf dem Boden rum. Um ihn anzulocken. Ist nicht so einfach, den umzubringen. Er weigert sich da doch etwas. Du, ich glaube, der fährt hier auch einfach im Kreis. Man muss dann einfach im rechten Moment mal eine Bömmchen werfen. Zip. Ja, jetzt kommt er doch gleich wieder. Kommt da gleich wieder. Warte, der wird da gleich lang eiern. So, jetzt kommt er nämlich angefahren. Jetzt pass auf, jetzt werfen wir eine Bombe. Jetzt ist er kaputt. Jetzt können wir hauen. Oh, hat er vielleicht auch mal mit einer ordentlichen Waffe, die auch Schaden macht. Und wir sind schnell wieder weg hier. So, warte. Das eine, was ich jetzt erstmal machen muss, ich muss kurz den Hahn ausmachen, weil mir auf den Sack geht. Jetzt nicht. Wir machen dann jetzt ein bisschen Überlänge, ist jetzt halt so. Denn das können wir jetzt ja nicht aufgeben. Guck mal da, da rollt eine Bombe. Hol sie dir. Ist der weg oder was?
Digga, ich bin hier. Komm her. Das Gefühl ist nicht der optimale Weg, dieses Vieh zu besiegen. Bleib mal schön da liegen, Digga. Und weg ist es wieder. Ja, brauchen wir wohl noch eine andere Strategie. Egal. Gut, dann machen wir jetzt eben fix hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst einfach eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.